Sehr geehrte Frau Lautenschläger, vielen Dank für dieses sehr klare und präzise Referat für diesen Vortrag. Ich glaube, wir stehen ja zu, als Mitglied des EZB-Direktoriums, da wissen wir, formulieren Sie immer zurückhaltend. Und diese Institutionen pflegen das und haben das und wir respektieren das. Aber Sie haben sowohl die Themen wie die Risiken und Nebenwirkungen sehr klar angesprochen. Und wer etwas zwischen den Zeilen lesen kann, der hat sehr gut verstanden, was Sie denken und wie Sie denken. Und Ihre ganz klare Aussage, dass Sie weitere geldpolitische Maßnahmen in der jetzigen Situation nicht befürworten, das ist schon stark, muss ich sagen. Und für mich. Für mich eine sehr klare, weitreichende Aussage, für die ich Ihnen dankbar bin. Sie haben auch recht, und das will ich dazu sagen, dass wir in Deutschland zwar Anlass haben, Reformen in anderen Ländern anzumahnen, aber uns selber auch an der Nase fassen müssen. Und das stimmt für die nachhaltige Finanzierung der Renten, das stimmt für die Vereinfachung des Steuersystems, die im Übrigen in der Koalitionsvereinbarung steht, aber kein Mensch hat noch irgendeine Zeile gemacht, leider. Das stimmt auch für den Ausbau der Infrastruktur, das stimmt für andere Themen. Und da muss ich auch, wir haben das im Wirtschaftsbeirat mehrfach kritisiert, sagen, die letzte Koalitionsvereinbarung war in diesen Punkten kein Schritt nach vorne, sondern einer zurück. Und das hat leider dazu geführt, dass Deutschland gegenüber den anderen Ländern nicht mehr mit dieser hohen Glaubwürdigkeit im Hinblick auf Reformen auftreten kann, wie das eigentlich zu erwarten wäre oder erwartet werden sollte. Aber vielen Dank, dass Sie diese Dinge in dieser Klarheit und Präzision angesprochen haben. Da stimme ich Ihnen zu. Und damit kein Zweifel entsteht, wir sind alte Anhänger der Unabhängigkeit der Notenbank. Das ist gar keine Frage. Wir sind aber auch Anhänger dafür, dass die Notenbank sich an ihren gesetzlichen Auftrag hält. Kürzlich hat einer gesagt, naja, es lässt sich ja jede Maßnahme irgendwo geldpolitisch begründen, wenn sie auch am Rande nur geldpolitisch ist. Die Geldpolitik muss im Zentrum stehen, dass es konjunkturelle und sonstige Wirkungen hat, ist bekannt. Aber die Zielsetzung muss die Geldpolitik sein. Und das Ganze heißt auch Zurückhaltung dann bei den Entscheidungen und die Verantwortung dorthin senden, wo sie hingehört, in anderen Bereichen bei Strukturreformen, und das sind eben die Regierungen. Und zu viel Zeit, kann ich nur sagen, zu viel Zeit einräumen ist nicht gut, weil dann die notwendigen Entscheidungen nicht mehr rechtzeitig fallen. Das ist dann auch eine Erkenntnis, die man haben kann. Was sonst noch damit verbunden ist, will ich nicht vertiefen. Aber noch einmal herzlichen Dank für diese Klarstellungen, für diese Darstellungen, für diese Darstellung der Zusammenhänge. Ich glaube, wir haben alle einen großen Zugewinn an Informationen damit bekommen. Und ich will auch Ihnen danken mit einem kleinen Blumenstrauß. Ich weiß so nicht, wie Ihr Büro ausschaut, deswegen sage ich, der ist für Sie persönlich und ich hoffe, Sie haben eine Freude daran. Okay. So, meine sehr verehrten Damen und Herren, die Generalversammlung des Wirtschaftsbeirates geht damit ihrem Ende entgegen. Ich glaube, es war ein erkenntnisreicher und ein anregender Nachmittag. Wenn ich ein kurzes Fazit ziehe, dann heißt das, wir stehen zwar wirtschaftlich derzeit gut da, bis hervorragend da, wir haben aber eine Reihe von Herausforderungen, von Themen, die wir zu bewältigen haben. Die sollten wir nicht verdrängen und nicht verschieben und nicht sagen, geht schon, wird schon, ist immer schon gut gegangen, sondern die müssen wir schlicht und einfach angehen, auch wenn Entscheidungen oft hart sind. Und auch da sage ich, es ist immer in der Wirtschaftspolitik, die Entscheidungen, die notwendig sind, muss man treffen, und in dem Moment, wo man die Entscheidungen trifft, kriegt man keinen Beifall dafür. Das wirkt sich immer erst 5 Jahre später oder noch später aus. Das bedeutet aber, dass man jetzt auch in guten Zeiten die Entscheidungen treffen soll, da klingen sie nicht so hart, damit sie für schwierigere Zeiten dann auch tragen.
Und das ist das, was uns auch bewegt und uns treibt und unsere Arbeit im Wirtschaftsbeirat mitbestimmt. Wir werden das auch in den nächsten Jahren und im nächsten Jahr so fortsetzen. Es bleibt dabei, dass wir uns nicht von Gefühlen leiten lassen, sondern von der Vernunft, dass wir nicht an den nächsten Tag denken, sondern an die nächsten Jahre, dass wir die Weichenstellungen, die vorgenommen werden, in ihrer Wirkung in 5 und 10 Jahren sehen, dass wir auch wissen, dass der Biorhythmus, wenn ich so sagen darf, in der Wirtschaft ein anderes als in der Politik. Das ist keine Kritik an der Politik. Aber jeder, der investiert, der denkt halt in Zeiträumen von 7 bis 12 bis 15 Jahren. Und in der Politik denkt man oft in kürzeren Zeiträumen, nämlich an die nächste Wahl. Das ist ja auch keine Kritik, sondern man muss einmal, unsere Aufgabe ist es, zu vermitteln, dass nicht aus Laune heraus, sondern aus einer inneren Logik heraus, die zeitlichen Dimensionen für wirtschaftliche Entscheidungen länger sind als die bei politischen Entscheidungen. Und wenn das verstanden wird, dann kann man auch darauf vertrauen, dass die Entscheidungen in der Politik so fallen, dass man in der Wirtschaft vernünftig damit umgehen kann. Das ist ja eigentlich der Sinn, der Zweck, der Sinn und Zweck des Dialogs zwischen Wirtschaft und Politik. Nicht sich gegenseitig Vorwürfe zu machen, sondern gegenseitig Verständnis zu schaffen, in welchen Handlungsfeldern man aktiv und verantwortlich ist. Ich danke noch einmal Frau Staatsministerin Aigner, die auf uns heute einige Themen dargestellt hat. Ich danke Ihnen, Frau Lautenschläger, für die klaren Worte und für die Beschreibung des Kurses der EZB. Ich danke den Sponsoren für die finanzielle Unterstützung unserer Generalversammlung. Und die will ich auch nennen. Das ist die BMW AG, die ILF Ingenieurgemeinschaft, die Clariant SE, Bauer Elektrounternehmen, Molkerei Meckle, Donner und Reuschel, die BayWa, die Commerzbank, die Greifenberger AG, Max Eicher GmbH, Raiffeisen Landesbank Oberösterreich, als Vorbild für die Raiffeisenbanken in Bayern, die Rhein-Main-Donau AG, die Sparkasse Rosenheim Bad Aibling, als Vorbild für den Sparkassenverband, die Oberbank. Meine Damen und Herren, bei all denen danke ich für die Unterstützung, weil ohne ihre Großzügigkeit uns es schwerfallen würde, diese Veranstaltung so zu organisieren. Ich danke auch dem ganzen Team der Geschäftsstelle des Wirtschaftsbeirats und an ihrer Spitze dem Generalsekretär Herrn Hofmann für die Vorbereitung, die Organisation, die Durchführung, den reibungslosen Und wenn die Medienvertreter anständige, gute, sachliche, positive Berichte bringen über diese Veranstaltung, dann sage ich auch schon im Voraus Dank dafür. Ich denke, wir können diesen Tag als positiven Tag verbuchen und in guter Erinnerung behalten. Und ich lade Sie ein, meine Damen und Herren, alle die Mitglieder des Wirtschaftsbeirats jetzt anschließend zum Empfang. Den Gästen danke ich für ihr Kommen und wünsche allen einen guten Nachhauseweg. Der Wirtschaftstag ist damit geschlossen. Herzlichen Dank, einen schönen Abend.